Ja, servus Leute, willkommen zurück zu Planet Coaster und wir sind fertig mit Captain Eisenkiefers vergrabene Schätze. Letzte Folge hatten wir ja eine geile Achterbahn gebaut und jetzt geht's weiter hier zu Prinzessin Amelie, ersucht dich um Hilfe dabei, ihr Königreich zu beleben. Neue Parkmöglichkeiten, neue Baumöglichkeiten, es geht jetzt ein bisschen in den Märchenbereich. Der große Baum. Man sagt, dass dieser Baum das Herz der Welt ist. Nun kannst du Mutter Natur deinen Respekt beweisen und einen ökologisch einwandfreien Themenpark um den riesigen Baum herum aufbauen. Oder willst du den Wald für schönen Profit verkaufen und so viel wie nur möglich aus der stadtgrünen Umwelt herauspressen? Ja, vielleicht machen wir das. Profit. Ölfelder errichten. Na komm. Ja, neues Szenario. Der große Baum. So, das habe ich ja gerade vorgelesen. Das ist unser Park. Unser Park ist einsam. Ja, schauen wir mal rein. Wir haben ein Fahrgeschäft. Dessen Prestige hier wirklich, naja. Guck mal, hier geht es nach unten, sehe ich. Ja, das soll so sein. Ist offen. Wie viel Kohle haben wir? 5000. Ja, dann würde ich erstmal sagen, gehen wir mal in den Pausenmenü. Gucken wir uns jetzt das Ganze erstmal an. So, hier ist unser Baum. Lo, ist der Baum. Hier ist der Parkeingang und wir haben sonst noch gar nichts. Gar nichts! Wir brauchen Mülltonnen. Als allererstes werden hier Mülltonnen benötigt, sonst müllen die uns nämlich hier alles zu. Mülltonnen. Na komm, da gehen wir voll ins Märchen. Oh, ich hasse diese Märchenmülltonnen. Oh, die sind so hässlich. Dann lieber die Dorfmülltonnen. Die gehen noch. Ich finde die Kronen hier. Na komm. Komm, wir machen's. Märchen. Es ist Märchen-Time. Wir haben hier einen Riesenweg. Sehr viele Wege. Lange Wege. Und die Leute werfen hier mit Müll um sich. Und das muss man verhindern. So. Genau. Und haben wir hier. Zack. Überall Mülltonnen. So, Freunde. Mülltonnen, Mülltonnen, Mülltonnen. Hört auf, euren Müll überall rumzuschmeißen. Ich weiß, was ihr vorhabt. Ich kenne euch. Der Park hier ist dreckig. Freut euch mal, warum? So. An jede Kreuzung, wo es dann irgendwo lang geht. Ach, da geht es noch nirgendwo lang. So, dann bauen wir jetzt erstmal noch ein paar Fahrgeschäfte, hätte ich gesagt. Machen wir hier ein schönes Fahrgeschäft hin? Weil viel mehr Kohle haben wir gar nicht. Müssen wir mal schauen. Wir haben Ursulas Märchen-Twister. Keine Ahnung, wie heißt das Ding? Magic Twirl. Passt. Passt. The Cube. Bauen wir erstmal ein paar günstige. 2000, 1300. Hyperspring. 1900. The Kickflip. The Magic Twirl Hammer. Ushuola. Dann komm, für 1300 den Hyperspin. Ich habe da eine Idee mit den Warteschlangen. Ich hätte da tatsächlich eine Idee und ich versuche das jetzt einfach mal so zu machen. No, no, no. No, 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 no. Ich will nur drehen. So. Das Kästchen nach hinten. Der Eingang, den machen wir hier hin. Ich versuche da einfach mal was gleich. Ich hoffe, das klappt. Und der Ausgang... Direkt hier vorne. So. Immer noch die Farbe. Märchen. Keine Ahnung, braucht man Thema? Das Grün gefällt mir überhaupt nicht. Das sieht aus wie Zirkus, nicht wie Märchen.
Haben wir so ein braunes für Holz? Ja, komm, so. Ich hätte viel mehr, ich hätte eigentlich wirklich lieber so grün, aber das Grün gefällt mir hier überhaupt nicht. Grün. Und das Weiß hier. Kann man auch noch grün machen. Das ist mir gar kein richtiges Braun, ne? Das ist alles mehr so ein. So, lassen wir es einfach so. Eingang mit Weg verbinden. So, dann machen wir hier mal eine coole Warteschlange. Ich versuche jetzt mal was. Wo ging das runter? Ah, hier nicht. Was mache ich auf L? Wo konnte ich die noch runter oder hoch machen? E? J? Ah, genau. Die freie Kamera, ich muss mich schon ein bisschen drehen. Komm mal, geh mal tiefer, Kamera. Ich sehe hier überhaupt nichts. So, genau. Ich habe nämlich Bock, dass die Warteschlange hier so ein bisschen da unten durchgeht und dass die alle Warteschlangen sich da unten so ein bisschen verwuseln. Das könnte man, glaube ich, gut machen. So, Warteschlange hier weiterbauen. J war hoch, ne? Hier war hoch. Ah, wenn ich gedrückt halte, kann ich das auch einstellen. Das ist jetzt. Ah! Da hinten rum. Boah, ich sehe nichts. Wo geht's denn hier hoch? Wo muss man hier rauskommen? Das ist die andere Frage. Komm, beweg dich. Hier müssen wir rauskommen. Am besten hier. Das Ding runter jetzt, hier so rüber. Und dann runter. Komm schon, echt jetzt. Ich dachte, das muss gehen, es geht. Sieht auch scheiße aus. Ich mach mal hier einfach weiter. Schon. Irgendwie, komm. Hier spricht Gelände, okay. Ich darf hier nicht so tief gehen. War der Fehler hier schon? Mach doch einfach. Genau, genau so wollte ich es nicht. Super. Frisch Gelände. Das ist schwieriger, wie es aussieht, sich das hier durchzudienen. Es geht schon wieder, ne? Hier müssen wir durch.
Gehen wir es mal durch, schieben wir es mal dran. So. Oh, durchgebricht Gelände. Komm schon, da ist gar nichts. Jetzt durchbricht hier wieder das Gelände. So, jetzt aber. Und es geht schon wieder los. Ich will das jetzt da machen. Geh da durch. Das durchbricht hier nämlich gar kein Gelände. Du lügst. Das Schlimme ist, ich muss dann immer so einen Meter bauen und dann geht's dann wieder nicht. Er baut jetzt auch keine Kurve mehr hier. Der macht er nicht, hat er keine Bock drauf. Absolut nothing, keine Kurve, warum auch immer jetzt. Oh Mann. Warum nicht? So. Das war ein Kampf, Leute. Das war ein Kampf. Aber das Ding steht. Haben wir jetzt eine Rebewertung? 59%. Da müssen wir da unten noch ein bisschen mehr reinballern. So. Startet mal den Test. Ich brauche Toiletten hier. Ich brauche Toiletten. Machen wir hier in die Mitte. Machen wir mal so ein bisschen Essen, Getränke, Toiletten. Kann ich die Wege hier dicker machen? Nicht wirklich. Ohne dass ich die Landschaft jetzt hier verunstalte. Na komm, lassen wir es einfach mal so. So, Park ist auf. Bisschen mehr Kohle hätte ich gerne. So ein neues Gerät. 5,50 Euro. 4,50 Euro. Hier gibt es 6. Dann Läden und Servicegebäude. Wir brauchen auf jeden Fall Läden. Renaissance. Märchendorf Laden 1. Abenteuer Chief Beef. Abenteuer. No, no, no. Geile Rufe. Ich will es da nicht bauen. Hör auf. So. Tasty. Kann ich das Terrain wenigstens hier ein bisschen ebnen? Wie geil, dass halt einfach gar nichts passiert hier an der Stelle dann. Aber das Haus jetzt da steht. Ernsthaft jetzt? Dann bauen wir da ein paar Steine drunter und fertig. Hätte es zuerst ebnen sollen.
Geht jetzt auch nicht. Passt sich jetzt überhaupt nicht an. Okay, sieht scheiße aus, ist mir aber jetzt egal. Das Spiel wollte es so. Szenerie. Abenteuer-Picknicktisch. Märchen-Picknicktisch. Märchen-Picknicktisch 2. So, wir brauchen noch Toiletten. Als ganz wichtig, Toiletten. Wo sind die Toiletten? Ah, ich bin hier falsch. Keine erforschte Toiletten, echt jetzt. Ey, wie, ich habe keine Toiletten geforscht. Wollt ihr mich verarschen? Muss ich mir jetzt wirklich schon selber... Ich muss mir eine eigene Toilette bauen, okay. Dann bauen wir uns jetzt eine Toilette. Kommen wir nicht drum rum. Ich wollte mich drum drücken, aber wir brauchen eine Toilette. Und dann machen wir das jetzt. Dann bauen wir uns hier eine Toilette. Die kommt hier hin. So, dann Toilette. Szenerie, Wände. Wir brauchen ja Wände. Bauen einfach ist eine simple, einfache Toilette. Oh, bitte. So, wie drehe ich die jetzt? Auf welchem Knopf? Mach mal Hilfe an. Um 90 Grad drehen Y. Sehr gut. So, eine Toilette. Dann brauchen wir noch eine Wand. Haben wir noch eine einfache Wand in der Farbe? Muss ich die jetzt suchen? Gut, dann wird es halt die Farbe. Burgmauer Ladenfenster. Okay, hier Burgmauer, hier so. Kann ich die nicht da reinbauen? Rasterhöhe 0,25. Rastergröße 4. Ja, ich will es aber tiefer haben, Leute. Anheben, absenken, umschalten. Ach so. Er macht es aber trotzdem jedes Mal dann wieder hoch. Sehr geil. Okay. Ich will so eins rüber haben. Geht das nicht? Warum macht er das dann immer wieder zurück, wenn ich jetzt diesen Gegenstand hier haben will? Aber in diesem Gebäude drin. Das, auf der Konsole ging's. Ich kann jetzt da nicht 80 Knöpfe gedrückt halten. Und dann, sobald ich gehen lasse, bap, ist es wieder hier oben. So, dann mache ich es halt hier hin. So. Ja, ja, sieht scheiße aus. Okay. Irgendwas ist hier anders. Ich weiß nicht, was. Kann sein, dass das da nicht so ganz hundertprozentig ist. Ich wollte eigentlich keine Toilette jetzt selbst bauen. Das dauert doch jetzt ewig für so eine Toilette. So, was machen wir noch? Obwohl, das ist doch schön. So, bam. Hier, so zack. Dann brauchen wir noch ein Dach.
Kleine Toilettendächer. Setzt es doch da dran. Wie soll ich denn das jetzt machen? Das ist... Hä? Macht's nicht. Der setzt hier nicht dran. Ich habe keine Chance. An Oberfläche ansenken... Oberflächenachsen binden. Steuerung. Und Scheiße. Passiert eigentlich nichts anderes, außer dass ich das hier sehe. Macht er das hier nicht mehr tiefer? Er weigert, ich habe keinen Einfluss drauf, das jetzt noch ein Stück tiefer zu machen. Oh, echt. Liegt das an den Dingern jetzt? Samo. Alter, wenn man so jetzt jedes Mal bauen muss, er macht es nicht. Ich kann es gar nicht machen. Ich kann das nicht hier runtersetzen. Gibt es da keinen Knopf dafür? Irgendeinen, wo ich das ein bisschen tiefer mache. Ohne, dass es direkt springt. Also was war auf der Konsole wesentlich, und das muss schon was heißen, wesentlich einfacher. Ja, ich will das Gebäude hier bearbeiten. Gebäude bearbeiten. Jetzt brauche ich jetzt 30 Jahre für dieses... Also auf der Konsole war es wesentlich bequemer. Ah, auf einmal geht's. Jetzt setzt das dran. Auf einmal geht's. Ich will auch gar nicht wissen, was der Fehler jetzt war. Doch will ich eigentlich wissen, aber... Rettet ja nicht. Setz das doch mal hoch. Ich kann nur ganz hoch. Mehr geht nicht. Ich habe hier gar keinen Einfluss drauf. Ah, das geht. Oh, leck. Oh, welcher was leckt mich am Arsch so. Alter, absolute Katastrophe, das Bauen hier. Absolute Katastrophe. Das war auf der Konsole dreimal einfacher. Ich konnte auf der Konsole in Gegenstände reinbauen, so wie ich hier jetzt. Aber das kann ich hier nicht. Der setzt es immer oben drauf. Ich kann hier auch nichts mehr einstellen. Info, Übersicht. Ich kann hier nur diese zwei Dinger auswählen. Ich kann hier gar nichts sonst machen. Naja, scheiße. Was ist das? Ah ja, komm, dann so. Zack, da haben wir ein Dach. So, machen wir das modernes Bauen. So. Das ist mir jetzt, das ist ja wirklich Katastrophe jetzt. Es lässt sich auch gar nicht beeinflussen. Ich kann hier nur, guck mal, wo ich hinsetzen kann. Hier kann ich es hinsetzen. Das ergibt sehr viel Sinn. Ich weiß, dass es geht. Ich habe es ja gemacht auf der Konsole. Ich habe so geile Gebäude gebaut. Und hier geht gar nichts. Ah. Ah, okay, jetzt haben wir hier die Höhe. Moment, vielleicht doch.
Bin ich aber nicht. Bin ich eins hier? Bin ich jetzt hier hinten am Ende? Ich hoffe es. Ich bin nämlich auch bald am Ende. Genau. So, okay, ich komme langsam, habe ich die Steuerung, glaube ich. Ist gar nicht so leicht, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich will hier nur noch zumachen. Ich will hier gar nicht mehr großartig... Ich wollte mich jetzt nicht 8 Stunden an dieser Toilette beschäftigen, aber ich kann keine normale bauen. Und man gibt sogar fertige Dächer. So. Genau. Wo waren die Fenster vorhin? Das war cool. Die finde ich jetzt nie wieder. Die haben mir gut gefallen. Als Märchenthema. Türen, Fenster. So, kann man zwar durchgucken, aber ich... Müsste jetzt als Wand irgendwie... Irgendwie. Und das ist die große Frage, dieses irgendwie hinbekommen. Betonwand. Die Ansi an. Ja. Kann ich das Ding jetzt drehen, so dass ich auf den Kopf stelle? Geht das irgendwie? Ich brauche das Ding auf dem Kopf. Wie drehe ich das, dass ich das auf den Kopf stelle? Das Ding auf dem Kopf. Bitte, komm schon. Spiel, irgendwie. Kann ich das drehen? B, A, Y, L. L. M, N. S. Umschalttaste. Hier, nö. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht drehen. Ich kann es nicht auf den Kopf stellen. Ich weiß, dass es geht. Oh Mann, jetzt bin ich wieder raus aus dem Menü. Kopieren. Platzierung um 90 Grad drehen. Erweitere Steuerung. Ich kann es halt hier nicht drehen. Ich kann es nicht um 90 Grad drehen. Ich kann... Geht nicht. Leider nicht. Der wird jetzt hier reinpassen und dann hätten wir die Mauer fertig. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. So, das ist jetzt... Ist jetzt so. Ich will mich jetzt nicht an einer Toilette 3 Stunden beschäftigen. Ich kann es nicht drehen. Das geht nicht. Wenn nicht, dann sollen wir das mal ein bisschen besser erklären. So, das ist unsere Toilette. Fertig. Szenerie. Erweitertes Verschieben. Drehen ein, aus. Gebäude bearbeiten. Ja, ich muss noch ein bisschen Szenerie dazu bauen. Das Bauen ist hier, oder ich war auf der Konsole einfach besser drin. Aber das Bauen ist hier schon arg schwierig. So, das hätte ich jetzt mir vorhin gewünscht. Für die Mauer einfach, ne? Aber irgendwie...
mal da so ein paar Pflanzen drüber und fertig. Und dann sieht das keiner mehr. Dass hier eigentlich nicht zu ist, so. Egal, wem was jetzt aufgefallen ist, hier ist gar nichts. Das so, soll mal jemand sagen hier, das Gebäude ist nicht schön. Eine traumhaft schöne Toilette. So, die haben wir. Ich habe die Steuerung noch nicht raus, also irgendwie... Fertig, so. Jetzt habe ich, glaube ich, noch mal 20 Minuten nur Toilette gebaut. Warum die Ach jetzt hier nicht ist als Bauplan, kann ich wirklich gar nicht sagen. Kann ich die als Bauplan speichern? Als Bauplan speichern, jawohl. Toiletten. Da ist im Spiel 439. Ja, Bauplan erstellen. Komm, hau rein. Baupläne müssen einen Namen haben. Toilette, erster Versuch. Ah, ich kann mal die speichern. Okay. Beschreibung. Versuch 1, Märchen. Ich kann mal die speichern und dann kann ich die wieder so abrufen. Also lohnt es sich wirklich, sich einmal für jedes Gebäude Mühe zu geben. Und dann könnte man die so abrufen quasi. Scheiße, okay. Dann müssen wir das wirklich tun, Leute. Dann müssen wir das wirklich tun. Wir brauchen jetzt noch ein Servicegebäude. Und zwar... Oh, bitte mehr. Personalgebäude. Haben wir auch gar keins. Boah, shitte. Ja, Szenerie. Machen wir noch Gebäude. Wir brauchen jetzt noch Szenerie. Parken. Nicht angepasst. Ein paar Märchentische. Ich kann ihn nicht hier hinsetzen, dann kommt er jetzt hier hin. Fertig. So. So, wir haben Toiletten. Und jetzt Servicegebäude. Oh nein, Personalgebäude. Personalgebäude. Dann wird es jetzt kritisch. Personalgebäude, Wand. Ich mache mir hier die Raster wieder kleiner. Kann ich jetzt hier nicht mehr? Warum kann ich das jetzt hier nicht mehr? Die Raster einstellen? Ah, hier. Oh, Junge, Mann. Da, dann wird der Eingang halt ein bisschen zugemacht. So, reicht doch. Die Wand ist potthässlich. Aber sie ist da. So. Und hier so in die Mitte. Passt überhaupt nicht, glaube ich, in die Szene. Ja, das ist aber schlecht. Ich habe ja nur die Links- und Rechts-Variante. Ich weiß halt nicht, wie ich sie drehe oder spiegel. Kleine Raster.
Ich versuche jetzt hier einfach mal ein Gebäude, ein kleines Personalgebäude hier hinzuballern. Dass hier irgendwie in den Märchen-Themenbereich reinpasst. Und jetzt, warum das hier jetzt überlappt und hier nicht, das ist die riesengroße Frage, Freunde. Wer mir das beantworten kann, wäre geil. Also wenn ich mir da jetzt für jedes Gebäude so ungefähr 3-4 Stunden Zeit lassen würde, dann könnte das in der Regel, in der Theorie, sehr schön aussehen. Aber ich habe jetzt gerade momentan nicht die Muse. Ich wollte eigentlich nur kurz eine Stunde zocken hier morgens. Und dann gleich wieder weitergehen im Tag. Und ich wollte jetzt eigentlich nicht eine Stunde Toiletten bauen. So, das ist mal, ach, sehr gut. So. Bam, bam, bam. Klatschen wir jetzt einfach mal hier. Und hier. Machen da auch noch so eine Wand rein. So, ein paar Dächer. Oh Gott. Was für ein Personalgebäude, der Glockenturm 2. So, mittig ist was anderes, da brauchen wir ein paar Säulen. Habe ich Säulen? Genau. Warum ist die jetzt schief? Oberfläche ausrichten, mach das mal aus. Gib mir doch einfach mal eine gerade Säule, jawohl. So, die baller ich jetzt hier hin. Leute, fragt mich nicht, was das da soll. Das ist Märchenturm bauen Tutorial Stufe 1 hier. So. Was ist das? Warum hasst mich dieses Spiel so? Was ist das? Das ist kaputt. Das war so. Da ist eine Kanone beim Angriff in eine Kugel eingeschlagen. Es hat leider... Und wir touchieren wieder alles mit Wald, hätte ich gesagt. Ja.
Wir touchieren wieder mit Wald. Und dann ist das alles nur noch halb so schlimm. So. Wird wieder touchiert. Kriegt gar keiner mit, dass auch hier eine Lücke ist. Es wird touchiert. Machen wir hier ein bisschen was drüber. Kommt Wandbehang rum. Ist gar nicht schlimm. So. Nehmen wir nur hoch und runter. So, bam. Und hier, bam. So, die schlagen hier schon alles kurz und klein, die Leute. Alles kaputt. Ja, ich bin dran. Was ist was? Oh, ich müsste mal Benachrichtigungen wieder einschalten. Gäste, Läden, Personal, Einstellungen. Ja, schalt mal bitte ein paar an. Nur Benachrichtigungen als Pop-up. Als Pop-up. Pop-up. Als Pop-up. Als Pop-up. Als Pop-up. Als Pop-up. Also jetzt habe ich ein Gebäude gebaut. In der Zeit haben die meinen ganzen Park schon kurz und klein geschlagen. Kann ich jetzt hier alles ersetzen? Zerstörten Gegenstand ersetzen. Parkverwaltung. Personal, Sicherheit. Kriminal, alles ersetzen, 15. So. Wir brauchen Leute. Wir brauchen Leute im Park. Wir brauchen Personal. Wir brauchen hier den Hausmeister. Und wir brauchen einen Sicherheitsbeauftragten. So, unser erstes Gebäude. Ich bin noch gar nicht hier fertig. Wir müssen noch ein bisschen was vielleicht szeneriemäßig noch davor bauen. Und ein paar Steine hier. Fällt das jetzt zu dem Gebäude? Gebäude bearbeiten, jawohl. Und ein bisschen so Szenerie hier hin. So, noch ein paar Lampen vielleicht, Beleuchtung. Beleuchtung. Genau. Ich meine, es ist im Endeffekt nur das Personalgebäude. In Ordnung. Personalgebäude 1. Kann ich das speichern? Bauplan speichern. Neuer Bauplan. Personalgebäude erstes. Personalgebäude 1. Märchen 1. So, Beschreibung. Jo. Auf die Schnelle. So, dann haben wir das als Bauplan. Kann ich das jetzt hier generell in meine Baupläne drin? Personalgebäude, Märchen und Toilette, erster Versuch. Tatsächlich, okay. Die Toilette geht sogar irgendwie noch. Die hat noch irgendwie was. Personalgebäude ist ein bisschen nackt, aber ich. Das erfüllt jetzt seinen Zweck erstmal. Ja, die Mülltonnen, Leute. Brauchen noch einen Hausmeister. Machen wir noch ein Fahrgeschäft. Komm schon. The Hammer Swing oder die Forge. Oh, die ist ein bisschen groß. Hammer Swing. Alter.
Das ist hier nicht. Warum geht das? Ah, hier würde es gehen. Aber irgendwie auch nicht, ne? Kann ich Gelände bauen? Darf ich jetzt Wasser machen diesmal? Ah, jetzt geht. Okay. Ein bisschen Wasser machen. Darf ich hier unten Wasser reinmachen? Cool. Wasserkotter mit Lampen. Was sind überhaupt die Aufgaben hier? Ja, noch gar nicht geguckt. Ziele. Erreiche einen monatlichen Gewinn von 3000. Oh, müssen wir erstmal hinkommen. Einwand platzieren. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Ich mach den Eingang wieder hier hin. Ich will da wieder runter. Und irgendwie hier durch. Das wird niemals was. Ausgang platzieren. Und irgendwie hier durch. So, dann machen wir hier den Ausgang hin. Eingang mit Weg verbinden. Wo waren jetzt noch mal runter? Achso, ich kann das ja auf der mit gedrückt halten auch machen. Nix. Okay, das wird nichts. Okay, das wird auch nichts. Hey, das war gar nicht so übel. So, da haben wir hier schon die nächste Attraktion, unseren Hammerball Swing. Ja, gib ihm. Ich will doch nur einen Weg machen. Was ist denn das da jetzt? Warum bin ich hier bei Gelände? Also hier. Breite, man die Breite ein bisschen dünner. Den Ausgang braucht man kein 30 Meter Breite. Leute. Und was hast du so gemacht? Ah ja, ich habe jetzt eine Toilette und Personalgebäude gemacht. Aber Warteschlangenszenerie ist schon mal bei 81%. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben 300 erbärmliche Leute im Park. Und warum kriege ich jetzt keine Benachrichtigung mehr? Ich habe doch vorhin
Nur Benachrichtigung. Benachrichtigung und Pop-Art. Achso, warum ist es jetzt hier? Ich will doch wieder Benachrichtigung, bitte. Bitte benachrichtige mich, was hier falsch läuft in meinem Park. So. Oh Gott, ist das so erbärmlich. Der Park ist so erbärmlich. Aber schön. Die Gäste haben Durst. Ah ja, ich hab doch hier. Ich hab hier Getränke. Leute, müsst ihr euch nur holen. Ersetzen. Was ist doch Parkverwaltung? Sicherheit. Alle Gegenstände ersetzen. Die Parkbewertung ging ein bisschen hoch, jetzt brauchen wir Kohle. Parkverwaltung. Habe ich überhaupt Eintritt? Ich kann auch, glaube ich, für den Park noch keinen Eintritt verlangen. Hat denn das noch? Ticketpreise hier. Okay, meine Ticketpreise keine. Hier gibt es nicht genug zu tun. Ja, der ist ein bisschen arm, der Park. Das gebe ich zu. Ich gebe es ja zu. Der ist ein bisschen arm. Aber naja, wir gucken mal. Wir haben jetzt hier mal Essen, Getränke, Toiletten und 3 Fahrgeschäfte. Vielleicht rettet es noch ein 4. Fahrgeschäft, aber wir haben keine Kohle mehr. Ich bin schon blank. Ich habe zu lange Toiletten gebaut. Aber es geht doch. Ich meine, klar, schöner geht, aber jetzt auf die Schnelle. Ein bisschen leer noch. Läden und Servicegebäude, was gibt es denn hier noch? Ticketshäuschen, Informationen, Geldautomaten, Erste Hilfe, kleine Attraktionen. Also hier ist gar nichts an Bauplänen, ne? Also gar nichts, ne? Man müsste wirklich alles selbst bauen. Ich muss das einfach mal 3000 erreichen. Okay, ich verliere nochmal einen Haufen Schotter. Das ist sehr schlecht. Ich verliere einen Haufen Schotter. Wahrscheinlich, weil ich zu viele Leute eingestellt habe, ne? Personal, alle. Niedrig, hoch. Der hat gar nichts zu tun. Der hat viel zu tun. Der hat normal zu tun. Frei beweglich. Ich mache mal einen neuen Arbeitsplan. Bleib mal du nur hier. Neuer Arbeitsplan. Ach, ich habe noch gar nichts genannt. Das nenne mal hier Karussell. Karussells? Karusselle? Karussells? 4 Karussells. Aber jetzt kommen mehr Leute. Es kommen mehr Leute in den Park. 500 noch. Noch Leute.
Ah, jetzt stehen die ersten auch hier an. So, jetzt gibt's Kohle. Jawohl, das Ding lockt Leute in den Park. Das ist super. Sehr schön. Muss ich direkt noch ein neues Geschäft bauen? Ein Fahrgeschäft. Hammer Swing. Iperson, Hammer. Der Kickflip. Vielleicht der Kickflip. Der kostet nur 1900. Oder ein Roktopus. 1500. Wir bauen den Roktopus. Der kann hier hin. Machen wir hier hinten hin. Roktopus. Ausgang platzieren, Ausgang platzieren. Ausgang geht hier direkt an den Ausgang. Eingang mit Weg verbinden. So, jetzt ballern wir den Eingang. Oktopus, was machen wir da? Machen wir hier Steine? Nee, ich will den Weg hier nicht. Ich bin noch gar nicht fertig hier. So. Gelände. Wo mache ich jetzt Wege? Terrain. Mach das Terrain mal hier klappt. So. Wege. Ja, wie dick. Ne, Warteschlange, so. So, Warteschlange. Oktopus, sehr gut. So, überlege ich mal noch was. Und dann starten wir den Oktopus. Wird getestet. Dann machen wir hier Eröffnung. Und hier bauen wir noch ein bisschen Szenerie hier rein, ne? Fische oder sonst was. Dass wir Kohle bekommen. Das sieht auch ganz gut aus jetzt. Mach den Roktopus fertig. Genau. Was kosten die Hai? 40. Ja, damit. Einfach mal so. Oktopus, Freunde. Sehr geil. Ich brauche noch ein paar Bäume. Am besten was so mit Wasser zu tun hat. Ne? Können wir hier noch machen. Grüne Ranken. Das ist doch ganz nice. So.
Nein. Hier so ein bisschen nackt. Jo, ein Baum. Das nehmen wir jetzt doch der ganzen Sache mal. So sieht doch schön aus hier. Märchenpark für alle Märchenliebhaber. So, Szenerie, was sagt sie? 74%. Können noch ein bisschen was hin. Vielleicht ein paar Steine. Eine schöne Begrenzung machen. Bisschen kleiner Stein. Klein, 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 groß, groß, groß. Groß. Viele Klatschkinder das mit diesem Oktopus, aber wir kriegen Kohle, das ist zum Beispiel die Hauptsache. Kohle stimmt, so, hier, Oktopus, Leute. Geil. Nice, nice, nice. Sieht doch schön aus. Was sagt die Warteschlange? 78%. Kommt noch ein bisschen mehr dabei, wenn wir gleich hier noch bauen. Sieht noch schön. Kann man so lassen, kann man so lassen. So, Leute, das ist es. Erster kleiner Parkbereich ist fertig. Wir machen auch Dick Plus. Jetzt bauen wir in der nächsten Session bauen wir mal noch in der nächsten Session bauen wir dann noch ein paar mehr Gebäude und vielleicht mal noch Achterbahnbau, warne ich euch vor, da mache ich dann wieder eine extra Folge. Ich kann mir vorstellen, die Achterbahn geil um diesen Baum rum. Vielleicht nur so als Twirl, als Twister diesmal vielleicht bauen. Wir werden sehen. Aber das war erste Folge hier von unserem Märchenpark. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, Freunde, und bleibt dran bis zur nächsten Folge. Euer Ghosty, ich bin raus. Ciao.